Auch der nächste Beitrag befasst sich mit Büchern. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek traf sich vor wenigen Tagen zu seiner zweiten Zusammenkunft und außerdem wurde der vierte Band der Magdeburger Schriften vorgestellt. Der Autor war extra aus Australien in die Elbestadt gekommen. Unter dem Titel »Und dann warst du auf einmal ausgestoßen« dokumentiert dieser Band von Michael Abraham Sprott das Leben und die systematische Zerstörung der jüdischen Gemeinschaft Magdeburgs zwischen 1933 und 1945. Es ist eine einmalige Darstellung, in der ehemalige Magdeburger Bürger bzw. deren Verwandte oder Nachfahren zu Wort kommen. Ich bin Historiker, Linguist, Autor und Dozent. Ich lehre jüdische Geschichte, Holocaust- und Genozidforschung sowie Israel-Studien am Department of Hebrew, Biblical and Jewish Studies an der Universität Sydney und auch an der School of History and Philosophy an der Universität New South Wales. Also meine Sondergebiete, also Fachgebiete, sind das deutschsprachige Judentum unter der NS-Herrschaft, deutsch-jüdische Geschichte, der Holocaust, die Geschichte des europäischen Judentums, die Geschichte des Zionismus und des Staates Israel. Außerdem vielleicht habe ich also ein sehr persönlicher Teil zum Buch und auch zum Thema Deutschland. Also meine Abstammung ist auch aus Deutschland. Und deshalb also ist es besonders wichtig für mich also als Thema und auch die ganze Geschichte in der Öffentlichkeit, besonders also in die deutsche Sprache mitzubringen. Also Hauptziel für mich war, eine deutsch-jüdische Gemeinde zu zeigen, also wie es eigentlich war, wie das Alltagsleben war für die Juden. Und das bedeutet also einfache Sachen wie, also wie war es für Frauen, die einkaufen gehen müssen? Wie war es für Kinder in der Schule? Und also für mich, das war die Hauptsache. Mit diesem, zu diesem Zweck dachte ich, dass es auch sehr, sehr interessant, eine Gemeinde in der ehemaligen DDR zu forschen werde, da bis 1989, also könnte man also kaum also in den Archiven über so ein Thema forschen. Als Vorteil erwies es sich für den Autor, dass in Australien eine ganze Reihe ehemaliger Magdeburger jüdischen Glaubens lebten. Nicht zuletzt dadurch konnte eine unschätzbare Menge an Material zusammengetragen werden, das ein erschütterndes Bild der Lebensumstände während der 12 Jahre NS-Herrschaft in Magdeburg abgibt. Das Buch hat 416 Seiten und kostet 34 Euro. Der Freundeskreis der Stadtbibliothek traf sich dieser Tage zum zweiten Mal. Rund 2 Dutzend Bücher- und Lesefreunde, leider nur wenige männliche, besprachen bei diesem Treffen erste konkrete Aktionen und Projekte und verteilten die ersten Aufgaben. Darunter so einfache, aber eben wichtige, wie zum Beispiel die möglichst kostengünstige Einrichtung eines Kondos. Als weitere Projekte sind zum Beispiel angedacht, jedem Sekundarschüler der Stadt einen Leseausweis zu spendieren oder Buchpaten für die verschiedenen Schulen zu gewinnen. Denn Lesen, speziell verstehendes Lesen, ist nun einmal die Schlüsselkompetenz für ein erfolgreiches späteres Berufsleben. Die Stadtbibliothek hat rund 13.000 Leser. Das sind nur gut 5% der Einwohner. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 10-15%. Daran sieht man, wo der Hebel anzusetzen ist, und bei den Kindern muss begonnen werden, die Leselust zu wecken. Das nächste Mal will sich der Freundeskreis am 24. Januar um 19 Uhr treffen.